Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, in unserem Format Naturmedizin. Mein Gast ist niemand geringer als der Lothar Hirneiser, der Krebsforscher schlechthin, seit über 20 Jahren beschäftigt, der sich mit den Urgründen, die letztendlich zu einer Krebsdiagnose führen. Und heute möchte ich mit ihm das Thema ansprechen, welche Menschen, welche Typen kriegen Krebs und weshalb kriegt man eigentlich Krebs? Ja, und durch das, dass die Statistiken aller Welt überall explodieren im Bereich Krebs, sollten wir uns diese Sendung und diese Fragen allesamt stellen und auch auf die Antworten gespannt sein. Ich bin's auf jeden Fall. Bleiben Sie dran. Wir legen gleich los. Lieber Lothar, ganz herzlich willkommen im Studio. Ebenfalls. Herzlichen Dank, dass ich hier sein darf. Es ist mir eine große Ehre und Freude und ich hoffe auch, dass wir heute mit dieser Sendung ganz vielen Menschen wegweisend ein paar Sachen aufzeigen können, wie man es eigentlich auch verhindern kann. Wenn wir ja wissen, wer Krebs kriegt, können wir vielleicht auch wissen, was man tun kann. Absolut. Dass es nicht so weit kommt. Bitte, darf ich dir das Wort übergeben? Ja, danke. Also Stichwort, warum haben wir Krebs? Also wie entwickelt sich ein Tumor, ja? Da muss man zuerst mal vielleicht ansprechen, wie sieht es im Moment aus in der Onkologie? Im Moment ist es einfach so, es wird gesagt, eine Mutation, Veränderung macht Krebs und die entsteht durch vor allem Giftstoffe, also Rauchen, Trinken und in unserer Umwelt. So. Und das haben wir in unserem ersten Interview, was wir besprochen haben, wirklich widerlegt haben. Jetzt ist es so, es gibt im Grunde genommen drei Ursachen für Krebs. Ja? Das Giftstoffe, ja, die gibt es. Ja? Also ich sage ja nicht, dass das Giftstoffe nicht zu Krebs führen können. Also Stichwort Asbest zum Beispiel, ja? wo man ganz definitiv jetzt zu Rippfellkrebs zum Beispiel oder so führt. Ja? Das weiß man, das findet man immer in der Geschichte. Auch Raucher, natürlich führt Rauchen nicht zu Krebs. Ja, weil für jeden Raucher mit Lungenkrebs habe ich ja 1000, die keinen haben. Ja? Kann man also nicht sagen, das Nikotin macht es. Auf der anderen Seite ist es so, dass natürlich 90% der Lungenkrebskranke Raucher sind. Ja? Das ist ein Kofaktor, aber nicht der Hauptfaktor. Ja? Helmut Schmidt, unser Bundeskanzler, 96 und 3 bis 5 Schachteln Zigaretten am Tag. Ja? Also das ist der ist so der lebende Beweis gewesen, dass Rauchen nicht per se zu Krebs führt. Oder ein anderes Beispiel, Alkohol. Wir alle trinken Alkohol, deshalb werden wir ja nicht zum Alkohol. Sondern der Alkohol ist ein Kofaktor für die Erkrankung. So. Und so ist meine Erfahrung und die vieler, die das Onkologie etwas ganzheitlicher betrachten, ist einfach so, ja, es gibt Giftstoffe. Und hier ist ja auch in der Onkologie was Verrücktes. Es wird ja behauptet, dass 100%, sagen wir mal 95%, weil es gibt noch 5% Viren, die Gebärmutterhalskrebs zum Beispiel machen, also HPV-Viren. Das wird ja in der Schulmedizin auch behauptet, ja. So, aber ich sag mal, mindestens 95% sind keine Viren, sondern 95% sind Giftstoffe. Und jetzt kommt ein interessanter Aspekt eigentlich. Die Schulmedizin sagt, die Giftstoffe sind schuld, aber wenn dann der Patient kommt, also in deiner und meiner Logik wäre ja so, hier ist ein vergifteter Mensch, was mache ich? Eine Entgiftung. Wäre logisch. Wer irgendwie glaubt, versteht jeder auf dieser Welt. Die Schulmedizin denkt anders. Hier ist ein vergifteter Mensch, den vergifte ich noch mehr. Indem ich ihm noch eine Chemotherapie und Bestrahlung reinhaue. Das ist eigentlich eine homöopathische Logik, oder? Da hat man doch immer mit dem gearbeitet, ja, oder? Noch eins draufhauen. Ja, ja. Also das ist eine ganz seltsame Logik. Aber jetzt ist so, ich kenne ja viele Ärzte, die durchaus Giftstoffe testen bei Krebspatienten. Aber dafür nochmal, das hat jetzt wirklich das Fakt. Man geht, ein vergifteter Mensch kann Krebs kriegen, aber ich entgifte ihn nicht. Nein. Das ist Fakt. Ja, es ist Fakt. Nein, es ist ja noch schlimmer. Ich vergifte den ja noch mehr. Also ich sage ja in der Schulmedizin, Gift führt zu 95% der Fälle zu einem Tumor. Genauer gesagt, das Gift führt zu einer Veränderung der DNA-Struktur, das führt zu einer Mutation und diese Mutation führt zu Tumor. Das ist die Denklinie, ja? So. Und ja, das gibt es. Auch wir testen zum Beispiel Patienten die Giftstoffe. Aber in welchem Bereich bewegen wir uns hier? Meine ganz persönliche Erfahrung ist irgendwo im 5%-Bereich, allerhöchstens. Eher sogar drunter, ja. Also ich würde heute sagen, maximal 5% der Menschen hat wirklich echte Giftproblematiken, ja, wie Asbest als Beispiel, ja, oder Nikotin oder all solche Dinge, die dann als Kofaktor, nicht als Hauptfaktor, aber als Kofaktor eine sehr große Rolle spielen. Und das kann zu Tumoren führen. Und da spielt natürlich dann auch in der Therapie das Thema Entgiftung eine übergeordnete Rolle. Ja, so.
So, das ist das Erste. Aber jetzt sind wir bei 5%. Sag 95% ja, ich sag 5. Giftstoffe und du sagst 5%. Ich sage 5%. Was ist aus deiner Sicht die meine Erfahrung und die vieler, vieler ganzheitlich denkender Forscher auf dieser Welt, die sagen etwas anderes. Die sagen zwei Dinge. Das Erste sind Traumata. Ja? Also wo Menschen etwas wirklich Schlimmes passiert. Ja? Ein extremes Traumata. Und dadurch schießen diese Menschen über eine, ich sage mal, längere Zeit in einen Sympathikus. Sympathikus muss ich vielleicht schon erlernen, wir haben so zwei Hauptnervensysteme, ja. Wir haben den Sympathikus, so wie wir zwei, wir sind jetzt voll im Sympathikus, weil wir natürlich in Anführungsstrichen Stress haben, ja. So, und nachts, wenn ich dann schlafe, bin ich im Parasympathikus oder wenn ich meditiere, wenn ich relaxed bin, wenn ich glücklich bin übrigens, bin ich auch ich kann auch Tennis spielen und im Parasympathikus sein. Also wenn ich wirklich einfach da oben relaxed bin ich im Parasympathikus. So. Aber wenn ich jetzt ein Traumata habe, dann gehe ich voll in den Sympathikus über eine lange Zeit. Das heißt, Heilung oder Reparaturprozesse sind ausgeschlossen ja, in diesem Prozess. Ja, für was ist der Parasympathikus gut? Erstmal für den Entspannungsmodus, für die Verdauung. Und was viele nicht bewusst ist, Reparaturprozesse. Ja. Reparatur findet hauptsächlich nachts im Schlaf statt. Aber wenn ich jetzt Krebs habe, schlafe ich erstens mal sowieso nicht besonders gut. Oftmals mit Unterbrechung, ich kann nicht einschlafen, all diese Prozesse. Und zweitens bin ich tagsüber, wenn also meine Großhirnrinde immer aktiv ist, ich kann Krebs nicht verdrängen. Also Krebsdiagnose ist etwas ganz, ganz Schlimmes. Ja? Die tötet sogar. Ja? Also Diagnostik kann töten. Und jetzt bin ich immer im Sympathikus, bis ich das Problem gelöst habe. Aber dafür muss mir das Problem ja bewusst sein. Und das ist natürlich sehr oft eben nicht der Fall. Ja? Natürlich, ein Traumata geschieht oder so, aber manche nehmen das nicht ernst, weil Achtung, ein Traumata trifft einen ja immer unerwartet logischerweise und jetzt ist es da. Aber oftmals denkt man, man hat es schon gelöst, oftmals nimmt man das nicht so ernst. Ich meine, ich bin Schwabe, ja. Bei uns ist Schaffe, Häuslebauer und so. Das ist ganz normal, dass wir so sagen, von morgens bis abends im Sympathikus. Wir denken, das ist normal. Nee, das ist nicht normal, ja. So, das ist also der zweite Grund. Aber auch der ist nicht der häufigste. Der häufigste Grund für Krebserkrankung ist eine lang andauernde Stressphase. Und das hat eine Ärztin, Dr. Waltraud Frieda, in den 80er, 90er Jahren schön gezeigt. Die hat damals in der berühmten Ringbergklinik, war die Oberärztin bei Josef Issels, das war mal in Deutschland der alternative Krebsarzt, ja. Der wurde sehr bekannt, weil, ich sag mal, Menschen wie Bob Marley und was ich John Wayne glaube oder wer auch immer, kam da nach Deutschland in seine Krebsklinik, ja. Und der wurde dann verklagt vom bayerischen Gesundheitsministerium, kam dann vor Gericht und es war ein riesen Schauprozess damals. Der wurde ziemlich berühmt und ist dann abgehauen übrigens nach Amerika beziehungsweise Mexiko, Tijuana. Und der hat damals sehr viel mit Entgiftungstherapien gearbeitet. Und die Frau Dr. Frieda, die Oberärztin dort, hat Folgendes gemacht. Die wollte eigentlich eine Arbeit über Hormone schreiben. Und dann kam sie irgendwann auch zu dem Hormon Adrenalin, also unser Stresshormon, das eigentlich ausgeschüttet wird, um Glukose ganz schnell der Muskulatur zur Verfügung, auf gut Deutsch gesagt, wegrennen, ja? Wenn eben das Dinosaurier, okay, nicht Dinosaurier, aber irgendwelche Tiere kommen, ja. So, eigentlich brauchen wir dieses Adrenalin in der heutigen Welt nicht mehr, aber die Evolution gibt uns das immer wieder. Und jetzt ist etwas total Verrücktes passiert. In dieser Klinik waren sehr viele finale Krebspatienten. Ja. Und die Frau Dr. Frieda ging natürlich davon aus, dass die sehr hohe Adrenalinspiegel haben. Weil wenn ich viel Stress habe, habe ich auch viel Adrenalin. Und jetzt hatten die auf einmal kein Adrenalin. Fast kein Adrenalin, unter 10%. Und dann hat die sich natürlich unglaublich gewundert, hat immer wieder verschiedene Testreihen gemacht. Und es kam immer zum gleichen Ergebnis. Die meisten Patienten, und wir testen das auch zum Beispiel in unserem Zentrum in Stuttgart, wir testen auch die Adrenalinwert. Und bei uns ist es je nach Gruppe irgendwo zwischen 60% und 90% der Menschen haben fast kein Adrenalin im Körper. Also sind sie entspannt? Ja, ja. Man denkt mal zuerst mal, die sind entspannt. So. Was ist aber dahinter? Frau Dr. Frieda hat die zwei richtigen Fragen sich gestellt. Erstens mal, warum? Wie kann jemand, der Stress hat, kein Adrenalin im Körper entspannt haben? Entspannt oder ausgeschossen?
Und du hast schon kapiert, wenn ich das so sagen darf. Ja? Du hast es sofort verstanden. Ausgeschossen ist das Problem. Also das war der Grund. Sie hat dann nämlich was anderes gemacht. Sie hat die ganzen Patienten gefragt, gibt es den Stress, welche Art von Stress und wie lange? Und dann kam sie drauf, alle, fast alle ihre Patienten hatten eine lange Stressphase. Und jetzt ist bei Stress leider folgendes Problem. Wir nehmen das gar nicht mehr wahr. Wir denken, mache ich mal wieder mich als Schwabe, ja, es ist normal, um 6 Uhr aufzustehen, bis 17 Uhr im Geschäft zu sein, dann nach Hause zu gehen, in den Verein zu gehen, in den Garten zu gehen, nochmal zu arbeiten, noch einen zweiten Job zu haben und abends um 8 Uhr zur Tagesschau vor dem Fernseher zu sitzen. Da denken wir, das ist ein normales Leben. Nee, das ist es nicht. Es verbraucht sehr viel Stress. Also sehr viel Hormon erzeugt sehr viel Stress, sehr viel Hormon, aber das ist unbewusst, ja. So. Und jetzt hat sie sich noch eine zweite Frage gestellt. Was passiert eigentlich im Körper, wenn ein Mensch über längere Zeit einen niedrigen Adrenalinwert hat? Da muss man Folgendes wissen. Adrenalin und Insulin spielen normalerweise, die laufen harmonisch miteinander, ja. Auf gut Deutsch gesagt, das Insulin nimmt Zuckermoleküle huckepack in die Zelle hinein. Und das wird als Glykogen gespeichert und Adrenalin und auch ein bisschen Noradrenalin bringt es dann immer wieder regelmäßig raus aus der Zelle, sodass sich in der Zelle nicht zu viel Zucker einlagert. Ja? Weil Zucker ist zwar der Liebling, also Glucose genauer gesagt, ist der Lieblingsstoff einer Zelle, also das liebt es viel mehr wie jetzt Fette oder Proteine, aber zu viel Zucker tötet eine Zelle. So. Und jetzt passiert einfach Folgendes. Wenn dieses Missverhältnis auf einmal ganz langsam über Jahre, nicht über Tage oder Wochen, über Jahre, kippt nach unten. Ich habe also Insulin, habe hier aber kein Adrenalin mehr. Geht zu viel Zucker in die Zelle hinein. Tja. Und jetzt muss die Zelle einen Weg finden, irgendwie diesen Zucker loszuwerden. Ja. Auf die übliche Art und Weise mit Adrenalin funktioniert es nicht mehr. Tja. Und jetzt gibt es diesen alten Evolutionsprogramm der Fermentation. Ja, ich habe schon verstanden. Das ist unfassbar logisch alles. Ja, es ist unfassbar logisch. Und jetzt findet man diese Fermentationsprozess ja im Grunde genommen bei allen, fast allen Krebszellen. Die das jetzt nicht glauben, ist relativ einfach. Gehen Sie ins Internet und schauen Sie nach, was ein PET ist. Also ein PET, Positronenemissionstomographie. Ja? Das ist nämlich eine Untersuchung, ähnlich wie ein CT. Nur vorher kriegt man einen radioaktiven Zucker, FDG heißt es, gespritzt. Und dann kann man im Körper nämlich sehen, wo wird vermehrt Zucker aufgenommen. Ja? Mhm. Und das ist vorrangig in einem Tumor oder in stark entzündeten Zellen. Ja? Mhm. So, also das ist auch der Beweis für diese ganzen Gärungsprozesse. Wobei der Gärungsprozess, den kennt man ja schon relativ lange, weil 1932 hat Otto Warburg ja schon einen Nobelpreis bekommen, wie dass man eine Krebszelle zur Gärung bringt, indem man ihm den Sauerstoff wegnimmt. Ja? Also das ist etwas, wo auch keiner sagen kann, das weiß ich nicht, weil das lernt eigentlich jeder Arzt während seines Medizinstudiums. Ja, aber es blieb dann stehen. Es blieb leider stehen. Ach, den Nobelpreis hast du vollkommen recht. Das ist übrigens oft so. Man kriegt einen Nobelpreis und anschließend macht man mit diesem Wissen nichts hinterher. Ja, ist wirklich verrückt manchmal in der Wissenschaft. Und das ist jetzt meine Erfahrung. Meine Erfahrung ist, wenn ich das nochmal zusammenschließen kann, ungefähr plus minus 5% ist vergiftet, ist regelrecht vergiftet. Ja? Und da muss man dann Entgiftungstherapien auch zuerst mal vorrangig machen. Zum Beispiel, wo sehen wir öfters, obwohl wir nicht so viel haben jetzt im Zentrum, weil die alle in der Schulmedizin sind, sind bei Lymphomen, also bei Krebsarten, wo das Lymphsystem sehr, sehr betroffen ist. Also Non-Hodgkin-Lymphome zum Beispiel oder Hodgkin-Lymphome. Ja? Bei dieser Art, da sieht man mehr Vergiftungen oft. Ja? Jetzt bei einem klassischen Brustkrebs oder so, da sieht man das ganz, ganz selten. Ja? Selbst bei Darmkrebs sieht man es sehr, sehr selten. Obwohl ja hier immer behauptet wird, dass Giftstoffe zu Darmkrebs führen. Auch bei Lungenkrebs sieht man es sehr selten. Bei Brustkrebs habe ich immer wieder das Traumata gehört. Also ja. Punkt 2. Ja? Ja. Also Traumata, klar. Wir zum Beispiel, was ist unsere Hauptarbeit? Wir machen zwei Hauptursachen in der energetischen Arbeit. Das erste ist Ursachenforschung. In der Ursachenforschung versuchen wir herauszufinden, warum hat jemand Krebs bekommen? Sind Traumata da? Die fragt man natürlich ab. Ja, gibt es? Und Traumata können manchmal Jahre zurückliegen.
Ja, die meisten Krebsarten, wenn man jetzt an Lunge und Blase zum Beispiel denkt, da muss man ja bis zu 5 Jahre zurückgehen, bis zu 7 Jahre. Ja, dann können Traumata geschehen, die, sage ich mal, in der Jugend passiert sind. Die führen jetzt nicht zu Krebs, also das sage ich nicht, aber nur mal ein Beispiel. Ich habe in der Psychoanalyse gearbeitet mit Magersüchtigen, ja. Und bei einigen Magersüchtigen kam heraus, dass da vorher ein Missbrauch war. Da muss nicht immer körperlich sein, aber es ist ein sexueller Missbrauch war da. So, jetzt war der aber komplett verdrängt. Jetzt war der Missbrauch, sagen wir, wo die Mädchen 10, 11, 12 Jahre alt waren. So, aber erst mit 30, weil der komplett verdrängt war, ist es hochgekommen. Und so kann ich natürlich Traumata haben, die sehr lange da sind, wo aber unser Gehirn das verdammt gut geschafft hat, sehr, sehr über Jahrzehnte sogar zu verdrängen, aber irgendwann holt mich das ein. Das ist eine Kausalität, natürlich, ja, sehr schwierig. Ja? Ja, ist sehr schwierig in dieser Kausalitätskette das zu finden. Aber in der Forschungsarbeiten der Psychosomatik oder auch der Psychoneuroimmunologie, ja, scheint ja das eigentlich alles bewiesen zu sein, dass ja, hier die, ja, Psyche verantwortlich, ja, ist für den Körper. Aber absolut, absolut. Und heute in der Schulmedizin wird es halt immer, ich sage mal, so verniedlicht im Sinne von, es gibt keinen Krebscharakter. Ja? So wie man auch sagt, es gibt keine Krebsdiät. Man benutzt dann immer so ganz spezielle Narrative, um das lächerlich zu machen. Ja? Ja, weil, was macht das Ganze jetzt kompliziert in dieser Geschichte? Man muss etwas tun, was Ärzte leider nicht mehr tun. Man muss reden. Das, was wir zwei jetzt hier machen miteinander, das muss man mit Krebspatienten auch machen. 7 Minuten und 36 Sekunden redet im Durchschnitt ein deutscher Onkologe mit seinen Patienten. Wie will denn der rausfinden, warum der Krebs hat? Das geht ja gar nicht. Weil er sagt ja einfach, ich weiß, warum du das hast, ich muss da nichts machen, ich muss nur die Zellen zerstören. Ja? Er müsste aber mit den Menschen reden. Das ist zum Beispiel, was wir tun, was viele Menschen auf der Welt tun. Das ist das erste, Ursachenforschung. Jetzt ist es aber so, es ist nicht so einfach mit der Ursachenforschung, wie das manchmal dargestellt wird. So im Grunde genommen, da ist ein Konflikt, ich löse den Konflikt, der Tumor geht weg. Ja, das gibt es, ohne Zweifel. Auch wir erleben solche Fälle. Aber wir erleben auch ganz oft zwei andere Dinge. Das erste Problem ist, da ist der Konflikt, er wird gelöst. Oder wir wissen, wie die Lösung aussieht, aber die Lösung ist nicht lebbar, die ist nicht gehbar für den Patienten. Das ist nicht immer so einfach, sich von dem Ehemann zu trennen, der dich missbraucht, der dich schlägt. Wir wissen das ja aus der Psychologie, wie zum Beispiel viele Frauen bei ihren Männern bleiben, die sie schlagen, wie Menschen depressiv sind, die kriegst du da nicht so einfach raus. Also es ist nicht immer genügend, die Ursache zu finden, sondern man muss eine Lösung finden, die derjenige auch gehen kann. Das ist schon mal die erste Problematik. Die zweite Problematik ist, es ist nicht immer nur ein Konflikt. Also wir erleben, dass oftmals parallel 3, 4, 5 und noch mehr Konflikte parallel laufen. Man muss also sehr aufpassen, wenn man den ersten Konflikt gefunden hat, einfach zu sagen, ah, jetzt haben wir es. Jetzt ist das Ding gelöst, ja. Und dann sieht man auf einmal, nee, Scheibenhonig, dieser Tumor wächst einfach weiter. Und eigentlich haben wir ja gedacht, das Problem, der Konflikt ist schon weg, ja. Und wir haben sogar einen gehbaren Weg gefunden für diesen einen Konflikt. Und deshalb, also unsere Erfahrung ist, dass man eigentlich nicht aufhören darf. Man muss, wenn man einen Konflikt gefunden hat, man muss weiterschauen. Man muss weiterschauen, gibt es da noch andere Dinge? So, das ist das Erste, was wir tun. Das Zweite ist, nicht immer findet man wirklich den Auslöser, oder aber man hat einen Auslöser gefunden, aber der war es nicht alleine. Ja? So, und jetzt findet man die anderen nicht. Was macht man jetzt mit denen? Ja? Wir können ja keine Psychoanalyse, so wie wir das früher in der Psychoanalyse gemacht haben, dass die Leute 9 Monate jetzt eine Therapie machen, oder wie in der klassischen Psychoanalyse, wenn man jetzt an die Freudianer denkt, ich habe da ja viele Fortbildungen gemacht, da sagt dann immer so ein Freudianer, naja, in Stunde 619 haben wir das besprochen, in Stunde 1217 haben wir das besprochen. Das geht bei Krebskranken nicht, ja? Da sind die nämlich schon längst tot. Ja? Ich bin ein Freund der Psychoanalyse, nicht missverstehen. Nur
Nur man hat halt bei Krebs oftmals nicht die Zeit, ja. Man muss da etwas schneller agieren. Aber wenn ich jetzt das nicht rausfinde, was mache ich denn jetzt mit dem, ja? Und da haben wir in unserem Zentrum über Jahre Folgendes herausgefunden. Wir haben es bestätigt, so muss ich sagen, weil herausgefunden, die Ehre gebührt Dr. Waltraud Frieda. Die hat nämlich Folgendes gesagt: Wer überlebt, die Menschen, die es schaffen, den Adrenalinspiegel wieder nach oben zu bringen. Da wird es messen, was übrigens sonst ganz wenige Menschen auf der Welt machen, haben wir, vor allem in den letzten 10 Jahren, haben wir gemerkt, genau das ist richtig, was Frieda schon in den 80er Jahren geschrieben hat. Die Menschen, die es schaffen, den Adrenalinspiegel nach oben zu bringen, haben eine bessere Prognose. Wie denn? Ja, ich meine, weil die sind ja ausgeschossen. Ja, wie denn? Also die Nebennieren produzieren das. Und es gibt also Mittel, wo das ein bisschen anregen kann. Man kann leider kein Adrenalin spritzen. Man kann es spritzen, aber Adrenalin spritzt man natürlich beim Herzstillstand, in einer Notfallsituation. Adrenalin hat den Nachteil, die Halbwertzeit ist wenige Minuten. Mhm. Also wenn ich das spritze, nach 10 Minuten hast du da fast nichts mehr im Körper. Ja? Mhm. So. Also man kann es nicht infundieren, davon abgesehen, dass dein Herz ein bisschen Probleme bekommt. Dann, ja? So, das geht nicht so. Es gibt nur eine einzige Möglichkeit, den Adrenalinspiegel nach oben zu bringen. Und das ist, keins zu verbrauchen. Also einfach keins zu verbrauchen. Entspannung. Exakt. Und dass weniger Insulin den Zucker in die Zelle bringt. Wir nennen das ein Leben im Parasympathikus. Ja? Oder Leben 2.0. Ich möchte ein schönes Beispiel geben. Ein Flugzeug. Wann repariert man eigentlich ein Flugzeug? Man repariert es nicht in der Luft. Die Turbine kann man da oben nicht reparieren. Die muss runter in den Hangar, die muss in Stillstand kommen, die muss da rein und jetzt repariert man die Turbine. Und genau so ist es bei Menschen. Und noch besser ist es auch noch zu reparieren, bevor es kaputt geht. Also ein Service. Das wäre natürlich super. Das wäre die regelmäßige Entspannung, den Parasympathikus hochzutreiben, dass es gar nie zur Bruchlandung kommt. Ja. Das kann man übrigens auch beweisen, dass das die beste Prävention der Welt ist. Mhm. In der Gerontologie, also Geriatrie, wenn man der alte Menschen schaut, wer wird eigentlich 100? Da gibt es eine, das nennt sich C'est la vie-Gruppe. Also bleib cool. Und ich meine, die heutige Jugend sagt fuck you. Ja? Die sagt einfach, interessiert mich nicht. Ja? So, aber diese sogenannte C'est la vie-Gruppe, die wird 100. Warum würden die 100? Die nehmen sich und die Welt nicht zu ernst. Dadurch bleibe ich aber immer im Parasympathikus. Ja, die gehen gar nicht in Sympathikus. Mhm. Auch das ist zum Beispiel ein Beweis für unsere Theorie oder für das, was Dr. Waltraud Frieda sagt. Ja. Und das haben wir jetzt in den letzten 10 Jahren wirklich in unserer Arbeit, in unserem Zentrum absolut zeigen können. Die Menschen, die es schaffen, so viel als möglich in 24 Stunden am Tag im Parasympathikus zu machen, die haben die beste Prognose. Jetzt ist es aber so. Aber ich würde gerne das Gespräch noch kurz ändern. Ja. Denn wir konzentrieren uns jetzt nach wie vor auf die Kranken. Aber du hast eine Schlüsselstelle gebracht, wo so logisch ist, Insulin rein, Adrenalin zieht raus, alles klar. Zieht es da nicht mehr raus, weil die Erschöpfung da ist, habe ich hier eigentlich den Umstand, dass ich in die Gärung wechseln muss und dann entsteht was, was wir nicht wollen. So, jetzt hast du aber auch mal gesagt, schaffe, Häusle bauen, ist alles normal, es läuft einfach, das Leben ist so. Die meisten Zuschauer, wie auch ich, wir sind in einem Hamsterrad drin, wir arbeiten von morgens bis abends und möglicherweise verbrauchen wir viel zu viel Adrenalin, aber wissen es gar nicht. Die Frage ist einfach, wie reflektiert man es richtig, dass das, was ich jetzt mache, richtig oder falsch ist? Bin ich im Ausgleich oder bin ich nicht im Ausgleich? Jetzt reden wir wirklich über die vielen, vielen gesunden Menschen, die nie Krebs haben wollen. Was können die machen, um das Gleichgewicht nicht zu stören? Also wir haben da dafür ein Begriff aus dem Chinesischen genommen. Wenn in China Menschen heiraten, dann kriegen die immer so Karten, da steht drauf Double Happiness. Also das chinesische Zeichen für doppelte Freude, für doppeltes Glück, ja, für Double Happiness. Und den Begriff benutzen wir bei uns auch, Double Happiness. Also wenn zu uns, 90% der Menschen, die zu uns kommen, sind metastasiert, palliativ, aufgegeben. Und jetzt sagen wir zu denen, okay, gut, wie kannst du deine Prognose verbessern? Wie kannst du in den Parasympathikus kommen? Indem du kein Adrenalin verbrauchst. Wie verbrauchst du kein Adrenalin? Indem du glücklich bist.
Jetzt sagt der zu mir, Hirnreise, Sie haben ein Rad ab. Sie wissen schon, dass ich Leber- und Knochenmetastasen habe. Und Sie sagen jetzt zu mir, ich soll glücklich sein. Also Sie wissen schon, das ist ein bisschen... Sarkasmus. Haben Sie das sarkastisch gemeint? Richtig, genau. Dann sage ich nein. Und ich sage Ihnen, wieso. Je glücklicher Sie sind, desto weniger Adrenalin verbrauchen Sie, ja, desto besser ist Ihre Hormonlage. Da gehe ich jetzt nicht im Detail drauf ein, aber Hormone spielen bei der Gesundung auch eine große Rolle. Ja? Und die sind auch ganz oft gestört im Körper. Ja? Also unsere Hypophyse und alles Mögliche im Gehirn ist durchaus auch gestört. Wenn ich aber glücklich bin, wenn es mir gut geht, dann funktioniert meine Hypophyse super, mein Darm, mein Dickdarm spielt auch eine außergewöhnliche Rolle. Der funktioniert besser, weil der wie ein zweites Gehirn agiert im Körper und so weiter. Also je glücklicher ich bin, desto besser. Und jetzt fangen wir an mit einem sogenannten Double Happiness Training. Ja, wir sagen den Leuten, was sind deine Ziele? Wie ist dein spirituelles Leben? Was macht dich glücklich? Und vor allem, was macht dich unglücklich? Ja, was kannst du weglassen? Und so weiter. Also, wir tun alles, damit die Menschen glücklich sind. Und jetzt zurück zu deinem, was du gerade angesprochen hast. Was ist die einzigste Möglichkeit, Prävention zu betreiben? Übrigens nicht nur für Krebs, das gilt auch für viele andere Krankheiten. Ja, ist ein glückliches Leben. Je glücklicher ich bin, desto älter werde ich. Und ich kann viele Fehler ausgleichen, wie Rauchen, Helmut Schmidt als Stichwort, ja, schlechte Nahrung, Übergewicht, ja. Ich kann all diese kleinen Fehler in unserem Leben ausgleichen, wenn ich unglaublich ein erfülltes Leben habe und ein glückliches Leben. Ich habe das verstanden. Das ist wirklich super. Danke tausendmal für diesen Tipp. Ich frage mich nur, wann weiß der Mensch, ob er glücklich ist oder nicht glücklich ist? Weiß er das wirklich? Jein. Ich sag mal so, natürlich können wir unser Leben betrachten und sagen, Mensch, ich habe ein schönes Leben, ich habe ein tolles spirituelles Leben, ein tolles finanzielles Leben, ein tolles Familienleben und ich stehe morgens voller Energie auf. Ich sage immer die Leute, weil bei uns ist auch Nachsorge zum Beispiel oft ein Thema und ich halte die Leute eher von Nachsorge ab, ja, weil Diagnosen töten. Ich möchte eigentlich nicht, dass die Leute so viel Nachsorge machen. Nur wenn eine ganz bestimmte Entscheidung antrifft, dann sollen sie die Diagnostik ansonsten nicht, weil einfach Diagnostik tötet. So, und dann sage ich immer, stellt euch doch einfach mal nackt vor den Spiegel, schaut euch einfach an und fragt euch, wie bin ich heute aufgestanden? Wie viel Energie hatte ich heute? Und aber noch mehr, wie, wenn ich abends ins Bett gehe, wie sehr freue ich mich eigentlich auf den nächsten Tag? Das ist also ein Ding, wo ich anschauen kann. Aber man muss, das was du ja gerade ansprichst, man muss Folgendes auch sehen. Viele Leute überdecken das komplett. Ihr Ding. Also die machen sich was vor. Ich kann ein Beispiel geben. Wir machen so immer wieder so interne Statistiken. Und uns ist mal vor Jahren aufgefallen, dass relativ viele, in dem Fall 15% der Frauen, die zu uns kamen mit Brustkrebs, die haben jemand in der Familie gepflegt. Also ein Partner, aber manchmal auch ein Elternteil oder ein Kind. Und wenn man dann diese Frauen fragt, sagen Sie mal, wenn Sie die 2, 3, 4, 5 Jahre pflegen, wie viel Stress ist es denn? Ach, ja, ein bisschen, aber ist nicht so arg. Ich sag dir, Alexander, das ist ein Riesenstress. Ja. Jemanden zu pflegen ist wahnsinnig Stress. Vor allem über viele Monate oder sogar Jahre. Und da wird es komplett verdrängt, weil warum? Es sind übrigens immer Frauen. Männer machen das nie. Es ist ein interessantes Phänomen, dass Männer so gut wie nie Menschen pflegen. Es sind immer Frauen, ja. Und diese Frauen bekommen jetzt aber ganz viel Liebe ab, ganz viel Anerkennung von der Nachbarschaft, vom Friseur, von der Familie, weil alle sind froh, dass die das macht, auf gut Deutsch gesagt, ja. Also dann lobt man die und das tut er gut und damit überdecken die den eigentlichen Stress. Aber wenn man dann wirklich drüber redet und wie man sieht, wie jemand sich zurücknimmt und ein extrem demütiges Leben führen muss, weil er jemanden pflegt. Und dann sagt man noch am Schluss, lass uns doch mal deinen Adrenalinwert im 24-Stunden-Urin messen. Ja? Und dann sieht er das auf dem Laborbefund. Hoppla, ich habe da womöglich unter 1, also 10 ist eher normal. Ja? Ich habe da einen Wert unter 1. Ich habe also auf gut Deutsch gesagt, höchstens noch 10%, was normal ist in meinem Körper, dann sieht er das überhaupt, ja, wie weit er da unten Professor ist. Professor Schubert, der Psychoneuroimmunologe, war bei mir und hat genau das auch bestätigt, aber mit der hinsichtlich, dass die Lebenserwartung von Menschen, die andere pflegen, drastisch geringer ist. Ja. Und da kommen wir zum gleichen Punkt. Aber
Lieber Lothar, ich muss wieder zum Ende kommen, ja, dieser Sendung. Mhm. Aber ich muss die mit 6 von 6 Sternen auszeichnen. Das ist eine unglaublich bedeutsame Sendung gewesen. Danke, danke. So logisch alles. Ja. Ich würde mich mal fragen, was ein Arzt zu dieser logischen Sache sagt. Adrenalin und Insulin rein. Ich werde das thematisieren, mhm, mit ein paar Ärzten, mhm, und schauen, wie sie darauf reagieren. Also für mich als Laie völlig logisch. Mhm. Und für Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich hoffe einfach, dass Sie diese Sendung als eine erweiterte Sichtweise betrachten und in Ihren Therapieplan oder in Ihren Optionsplan aufnehmen oder überlegen, ob das in Ihrem Fall vielleicht auch der richtige Ansatz wäre, sich da damit zu beschäftigen, wie kann ich kein Adrenalin verbrauchen und letztendlich den Parasympathikus wieder raufzukriegen, sodass Sie in die sehr Entspannung kommen. Und dass das das größte Risiko ist, dieser ganze Stress, der uns einfach auslaugt, und die Zeit übrigens ist ja grausam, mhm, noch mehr Stress, also dieses Rad wird ja nicht langsamer, sondern es, nein, wird noch schneller. So, also höchste Eisenbahn, dass, mhm, wir selbst hier etwas machen, sofern wir können. Ich glaube, ist, mhm, auch nicht so einfach. Auch über dieses Thema sollten wir mal noch reden. Wie komme ich aus dem Hamsterrad? Ja. Ja. Also wir haben noch 1000 Themen offen. Ich lasse den Lothar auch gar nicht gehen. Wir machen gleich die nächste Sendung. Sie werden sie 2-3 Wochen auch auf unserem Kanal sehen, was Herr Lothar Hirneisen noch weiter sagt zu diesem Thema Krebs als Krebsforscher. Ich bin ganz stolz über die Sendung. Wünsche Ihnen alles Gute. Bitte verbreiten Sie die auch, dass die Menschen, die es wirklich nötig haben, diese Sendung auch mal gehört haben. Danke und auf Wiedersehen miteinander.